Warum die Prozesslandkarte so wichtig ist und das zentrale Element in Ihrem betrieblichen Prozessmanagement und wie Sie bei der Gestaltung von Prozesslandkarten die ganz typischen Fehler vermeiden können, die Sie vielleicht viel Geld kosten, das erkläre ich in diesem Video. Hallo, ich bin der Axel Schröder, ich bin Inhaber der gleichen Unternehmensberatung und wir kümmern uns schon seit ganz, ganz vielen Jahren um das Thema Prozessmanagement. Und das zentrale Thema beim Prozessmanagement ist die Prozesslandkarte, also der Einstieg in Ihre Prozesswelt. Das möchte ich in diesem Video erklären, was ist genau eine Prozesslandkarte, wie gestaltet man diese Prozesslandkarte, wie teilt man das ein so zwischen diesen Führungsprozessen, Unterstützungsprozessen und diesen Kernprozessen und so weiter. Und was sind auch die typischen Fehler, die Sie auf jeden Fall vermeiden sollten, die Ihnen relativ viel Geld kosten können. Damit geht es auch schon gleich los. Was ist denn eine Prozesslandkarte? Eine Prozesslandkarte ist, wie der Name sagt, eine Landkarte und dient damit dem Überblick über Ihr Unternehmen und damit den betrieblichen Abläufen. Das heißt, auf einer Landkarte ist in einem sehr, sehr hohen Abstraktionsniveau die zentralen Punkte in Ihrem Unternehmen entsprechend aufgebaut. Zum Beispiel könnte das sein, Produkte entwickeln oder es könnte eben sein, Aufträge abwickeln oder es könnte eben auch sein, Material beschaffen. Das sind so die großen Themen, einfach, die man auf einer Prozesslandkarte entsprechend finden kann. Was gibt es denn noch alles so auf einer Prozesslandkarte? Das, was in der Literatur oft nicht so sehr drinsteht, sondern die denken immer, müssen die Prozessobjekte selber drauf, sind aber eigentlich auch die Inputs und die Outputs, also die Leistungsobjekte. Das ist ein ganz wichtiger Tipp für Sie, jetzt, wenn Sie da zuschauen und Ihre erste Prozesslandkarte wirklich gestalten wollen. Nehmen Sie Ihren Prozess und packen Sie davor und danach, was damit eigentlich passiert. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt Produkte entwickeln wollen, Sie haben als Input eine Idee für ein Produkt, der Prozess wäre, Produkte zu entwickeln und als Output kommt dann zum Schluss raus ein fertiges Produkt. Und damit ist auch ein ganz zentraler Punkt einer Prozesslandkarte schon erfüllt. Hinten der Output sollte ein Ergebnis sein, was zählbar und messbar ist. Also zurück auf das Beispiel mit den Produkten entwickeln. Sie können entsprechend zählen, wie viele Produkte haben Sie in Ihrem eigenen Unternehmen entwickelt aufgrund dieses Leistungsobjekts. Das Leistungsobjekt ist dann damit auch immer wieder der Input für einen anderen Prozess. Das können wir nachher nochmal an unserem Whiteboard schnell darstellen. Bleiben Sie also auf jeden Fall dran. Es lohnt sich wirklich, noch ein bisschen tiefer sich mit dem Thema Prozesslandkarte zu beschäftigen. Was sind so Gestaltungsprinzipien einer Prozesslandkarte? Da haben Sie vielleicht schon mal von diesen ganz, ganz großen Frameworks gehört. APQC zum Beispiel oder ITIL, das sind große Rahmenwerke, die internationalen Standards folgen und die dafür gedacht sind, große Unternehmen oder Konzerne entsprechend zu strukturieren und sich da entsprechend mit dran zu messen und das aufzubauen. Das ist natürlich für den normalen Betrieb hier um die Ecke, für einen Dachdeckerbetrieb oder eine Glaserei viel zu viel des Guten. Daher meine Empfehlung, weiterer Praxistipp, fangen Sie an mit Ihrer individuellen Prozesslandkarte, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist. Sollten Sie dann wirklich wachsen und sollten Sie wirklich verschiedene Bereiche haben, Einkauf und Vertrieb und Marketing und Projektabwicklung und so weiter, wirklich eine Form annehmen wie ein größeres Unternehmen, dann macht es auch Sinn, seine Prozesslandkarte Stück für Stück weiter diesen internationalen Standards entsprechend anzunähern. Aber eigentlich ist es in den meisten Unternehmen absolut nicht der Fall, dass sie sich wirklich mit diesen großen Rahmenwerken auseinandersetzen müssen. Das ist zu viel des Guten. Lassen Sie das bleiben, sondern bauen Sie Ihre Prozesslandkarte auf, so wie es für Ihr Unternehmen genau das Richtige ist. Prozesslandkarte hat natürlich auch ganz, ganz viel zu tun mit Unternehmensstrategie. Und da kommt immer die Frage immer so, ist es dann dieser Top-Down-Ansatz oder Bottom-Up-Ansatz? Für das Thema Top-Down oder Bottom-Up haben wir jetzt sogar ein eigenes Video gemacht, was ich Ihnen entsprechend empfehle, dass Sie es damit entsprechend nochmal anschauen können, falls Sie noch nicht genau wissen, wo soll man eigentlich genau anfangen. Und bei dem Thema Anfangen gehe ich jetzt mal mit ans Whiteboard und da können wir vielleicht mal das ein oder andere Thema mal genau anschauen, wie so eine Landkarte aussehen kann, was sind Kernprozesse, was sind Unterstützungsprozesse, bleiben Sie da auf jeden Fall dran. Nehmen wir mal an, Sie sind jetzt ein Glasereibetrieb zum Beispiel, Sie agieren, indem Sie für Kunden Duschen zum Beispiel bauen, Glasduschen und ähnliche Dinge. Da ist die Frage, wie könnte denn so eine Prozesslandkarte denn wirklich aussehen? Und das ist doch eins der Themen zum Beispiel, Sie wollen ja irgendwie Projekte akquirieren, also Sie brauchen ja auch entsprechende Aufträge. Dann ist einer von Ihren
entsprechenden Prozessen Projekte akquirieren. Was kommt hinten dabei raus? Und das meinte ich eben wirklich mit diesen messbaren und zählbaren Themen, die das, also Sie brauchen ja entsprechende Verträge, die Sie abgeschlossen haben. Also sind es dann zum Beispiel Verträge. Das sind dann Ihre Kundenaufträge, / Aufträge. Und das macht man hier meistens als so eine Raute. Dann sieht man hinten, was dabei rauskommt. Das können Sie zählen. Zum Beispiel 10 Stück pro Monat. Zum Projekte akquirieren brauchen Sie aber auch entsprechend vorher was, das, was Sie getan haben. Zum Beispiel, Sie haben vielleicht Angebote versendet. Und dann wäre der Input für Ihren Prozess zum Beispiel versendete Angebote. Und auch die Angebote, die Sie versendet haben, die können Sie entsprechend zählen. Zum Beispiel haben Sie eben nicht für jedes versendete Angebot einen Auftrag erhalten. Das heißt, Sie haben vermutlich mehr Angebote versendet, als was Sie wirklich eben entsprechende Aufträge hatten. Beispielsweise 20. Und damit kommen wir zu einem ganz zentralen Teil einer Prozesslandkarte. Sie haben 20 Angebote entsprechend versendet. Das heißt, Sie hatten vorher auch einen Prozess vermutlich Angebote erstellen. Und der Input für Angebote erstellen wären zum Beispiel erhaltene Anfragen. Sie haben 20 Angebote pro Monat versendet. Ihr Vertriebsprozess, Projekte zu akquirieren, um dann wirklich die Unterschrift unter Ihren Projektauftrag zu bekommen, das haben Sie dann entsprechend nur 10 pro Monat. Also sprich eine Konversionsrate, Sie haben nur 10 Aufträge auf 20 versendete Angebote bekommen. Und jetzt sind wir genau an der Stelle zu überlegen, dieser Prozess könnte doch besser laufen. Also den Überblick haben Sie mit der Prozesslandkarte entsprechend gewonnen. Was man jetzt tun kann, wäre eben, und das ist auch ein weiteres Gestaltungsprinzip von Prozesslandkarten, dieses Thema etwas weiter aufzudröseln. Man könnte jetzt zum Beispiel einfach hier reinzoomen. Ich nehme hier mal so einen Kreis rum, wie so eine Lupe. Und dann können wir unten drunter uns angucken, was ist denn da wirklich eigentlich passiert? Angebote akquirieren. Hat man denn zum Beispiel tatsächlich Angeboten, die man versendet hat, auch entsprechend nachgefasst? Also Angebote versendet, das ist noch das Gleiche. Und dann ist die Frage, haben Sie wirklich einen Prozess drin, zum Beispiel Angebot nachfassen? Und auch hier können Sie sich überlegen, genau, ja, wie viele Angebote muss ich denn eigentlich nachfassen? Was passiert denn? Was sind denn auch solche Fristen? Mache ich das nach einer Woche? Mache ich es nach 3 Tagen? Frage ich beim Kunden nach, hat alles gepasst soweit? So können Sie entsprechend das aufdröseln und schauen, ob Sie dann damit Ihre entsprechenden Abschlusszahlen auch entsprechend erhöhen können. Und dieses Ebenenmodell, dass wir den Prozess Angebote akquirieren, aufbrechen, zum Beispiel in Angebote nachfassen oder eben in Kunde kontaktieren und ähnliche Dinge, das kann man eben entsprechend über diese Prozesslandkarten sehr schön darstellen. Damit sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen Thema. Prozesslandkarten sind wirklich eine Übersichtsmethodik, dass Sie wirklich sehen können, was in dem Unternehmen tatsächlich passiert im Überblick. Die echten Verbesserungen von Prozessen, die sind in tieferen Ebenen, wie ich es gezeigt habe. Da können Sie dann auch entsprechende Messkriterien nochmal anlegen und sagen, wie lange brauchen wir denn zum Beispiel, um ein Angebot zu erstellen? Oder wie oft haben wir denn wirklich die Angebote nachgefasst oder nur bestimmte Art und Weise von Angeboten? Also, damit haben wir schon mal ein ganz großes Thema mit abgearbeitet und wirkliche Praxistipps, die Sie auf jeden Fall mit anwenden können. Damit Sie weiterhin auf dem Laufenden bleiben, abonnieren Sie unseren Kanal. Damit haben Sie dann auch immer die Möglichkeit, dass Sie ganz aktuell die neuesten Tipps sehen aus dem ganzen Thema Prozessmanagement, Unternehmensführung und Ähnliches. Welchen Nutzen bringt nun eine Prozesslandkarte? Wir haben es bereits besprochen gehabt, Sie können Ihr Unternehmen damit steuern und damit auch einer sehr einfachen Art und Weise sich genau überlegen, wo sind die wirklich wichtigen Kennzahlen, die ich mir als Geschäftsführer wirklich anschauen muss und wo sind dann die Prozessbereiche erstmal die großen, wo ich vielleicht mit Verbesserungsprojekten entsprechend ansetzen muss. Sie bekommen also auch die Information und die Transparenz entsprechend darüber über eine Prozesslandkarte. Kurzer Exkurs,
Prozesslandkarten brauchen Sie nicht nur zur Steuerung von Ihrem Unternehmen, sondern übrigens auch für fast alle Zertifizierungen, die Sie entsprechend irgendwo anstreben können oder wollen. Sei ich jetzt eine ISO 14001 zum Beispiel, ein Umweltmanagementsystem, was gerade ganz wichtig ist für nachhaltiges Wirtschaften, brauchen Sie Prozesslandkarten. Oder für eine ISO 50001 Energiemanagement, auch dafür brauchen Sie Prozesslandkarten. Oder wenn Sie an eine ISO 9000 zum Beispiel denken, die klassische Qualitätsmanagementsrichtlinie und Norm, auch dafür brauchen Sie Prozesslandkarten. Damit kommen wir noch zur letzten Frage, großer Praxistipp, weil das viele, viele im Unternehmen wirklich immer beschäftigt. Ja, wie teile ich das denn wirklich ein in Kernprozesse, Managementprozesse und Unterstützungsprozesse? Gerade diese Dreiteilung wird in der Literatur sehr, sehr oft genannt. Ich persönlich finde diese Dreiteilung nicht ganz so gelungen, weil mir noch keiner wirklich klar machen konnte, was sind denn wirklich diese Management- oder Führungsprozesse. Das ist immer relativ schwierig. Ich persönlich sage immer bei den Kernprozessen, das ist das, was wirklich für den Kunden essentiell wichtig ist. Zum Beispiel Produkte entwickeln oder eben ihre Kunden gewinnen oder eben auch danach ihre Aufträge abzuwickeln. Das sind die wesentlichen Kernprozesse, die in jedem Unternehmen eigentlich zur Anwendung kommen und die ganz, ganz eindeutig sind, jawohl, da habe ich was mit dem Kunden zu tun, das sind die echten Kernprozesse. Alles andere, was neben nicht diese Kernprozesse sind, sind aus meiner Sicht Unterstützungsprozesse. Ob dies jetzt nun das Aufstellen des Geschäftsmodells von Ihrem Unternehmen ist, ob das das Controlling ist oder ob das jetzt auch die Buchhaltung ist oder Personalmanagementprozesse, ob das jetzt Stellenbesetzung zum Beispiel ist oder Mitarbeiterentwicklung, das sind alles Unterstützungsprozesse. Und wenn Sie das Ganze nur zwei teilen und nicht drei teilen, wie oft in der Literatur empfohlen, dann wird die ganze Sache einfach sehr viel einfacher. So, das war jetzt ein ganz, ganz grober Überblick über das ganze Thema Prozesslandkarte und wie gehe ich sowas entsprechend an. Abonnieren Sie unseren Kanal, damit Sie auch weiterhin auf dem Laufenden bleiben und Sie wirklich in dem Thema Prozessmanagement über unsere Tutorials entsprechend weiterkommen und selbst Ihr eigenes System in Ihrem Unternehmen aufbauen können. Wir sehen uns im nächsten Video. Schauen Sie nochmal entsprechend mit rein. Ihr Axel Schröder.